Moin Moin ihr Lieben, willkommen zurück zur Formel 1 mit F1 2020. Und heute geht's nach Mexiko. Auf geht's erstmal ins Quali. Jo, wir haben beim letzten Rennen den WM-Titel geholt und jetzt mal gucken, wie es hier in Mexiko läuft. Wir sind auf KI-Stufe 110 mal wieder unterwegs. Quali läuft bis jetzt ganz okay. Rennen wird in Intermediate-Bedingungen stattfinden. Warte mal, ich habe eine Sache falsch. Nee, doch nicht. Beim Balance auf 50. Gott, ist die Runde schlecht bisher. P16 ist halt echt nicht gut. Naja. Ja, aber tatsächlich hat Mick jetzt auch nicht ein allzu viel besseres Qualifying abgeliefert. Nur P13, bin auf der 16. Aber schön durchmischt das Feld, also abgesehen von Mercedes vor Red Bull, haben wir Renault ganz weit auseinander, die Alpha Tauri sind weit auseinander, die McLaren, aber gut, die Ferrari sind relativ dicht beisammen, aber die Racing Point zum Beispiel auch weit auseinander. Gehen wir rein. Erstmal kurz in die Standings nochmal, 173 Punkte, 62 Vorsprung. Ich kann eigentlich relativ entspannt in die finalen Rennen gehen, ne? Und vielleicht nehmen wir nochmal einen komplett frischen Motor, wir gucken mal gleich warum. Mercedes 6 Punkte Vorsprung in der KWM, aber wir starten weit hinten. Insofern wäre eigentlich ganz nett, einen neuen Motor zu haben, vor allem weil ja die Control Electrics beide bei uns nicht so geil sind. Deswegen gehen wir mal ganz hinten ins Rennen rein. Let's go! So, Gearbox. Brauchen wir nicht eine neue, passt schon. So. Bei der Entwicklung, genau. Da sind wir ungefähr auf Augenhöhe mit Red Bull. Mercedes, hui, ist weg. Und jetzt gehen wir ins Rennen. Let's go. Standardmäßig empfiehlt das Spiel eine Zwei-Stop-Strategie. Ich glaube, dass ich das nicht unbedingt machen werde. Nö, ich werde auch deutlich weniger Sprit mitnehmen. Ja, wobei, so extrem viel weniger vielleicht auch nicht. Boah, 6 Runden. Ja, 6 Runden Defizit, passt schon, machen wir. Auch eine Challenge, let's go. Warum lenkt der Haas immer weiter ein? Okay, keine Position gut gemacht, schade. Okay, die beiden Haas sind nebeneinander. So, let's go, keep pushing. Bin ich auf der Geraden schneller? Ja, vielleicht ein bisschen. Knappe Kiste. So, vielleicht komme ich jetzt vorbei. Komm schon, ran an Giovinazzi. Schön. Stark. Und weiter. Ran an den Williams. So, Latifi. Auch überholt, sehr schön und weiter geht's.
ran an Raikönnen. Weiter so. Und die nächsten sind dran. So, Stroll und De Vries vor der Nase. Eieieiei. Er hat so viel schneller in Sektor 3 fahren, ne? Obwohl die im Trockenen eigentlich viel schneller sind. Das ist eigentlich genau andersrum. Push, push! Hui! So, den nächsten. Hallo, Mr. Stroll. Tschüss, Mr. Stroll. Hallo, Mr. De Vries. Hui. So, der dran an Nick De Vries. Weiter vorn, by the way, auf P4 in Renault. Die Punkte finde ich in F1 2021 ästhetischer auf der Minimap. Die sind da ein bisschen fülliger, ein bisschen besser sichtbar. Und Mick Schumacher nur auf der 13. Ja, das wurde ja damals mir so ein bisschen nahegelegt. Da haben immer wieder Leute gesagt, ey, Dave, mach doch mal was mit einem Formel-2-Fahrer, haltet ihr doch mal länger. Macht doch die Abteilung für besser für den Fahrer, für die Fahrerentwicklung. Wie man hier sieht, also zumindest in F1 2020 hilft es halt echt nicht. Also die Fahrer sind echt schlecht, egal wie sehr du die Abteilung verbesserst. Weil mit diesem Auto musst du eigentlich in die Top 10 fahren. Und zwar das ziemlich safe. Eine Sekunde mal schneller gefahren, weil ich nur eine halbe Runde hinter jemandem herfahren musste. Und eine halbe Runde wenigstens mal freie Fahrt hatte. Jetzt bin ich dran an Daddy Kwiat. 340 km/h Topspeed. Das ist schon krass, ne? Also ich glaube, dass die Autos im Spiel einfach dadurch viel zu schnell sind, dass sie halt zu viel Topspeed haben. Ich glaube, sie müssten halt in den Kurven nochmal schneller sein und auf den Grad einfach ein bisschen langsamer werden. Dann würde alles wieder passen. So, hau rein, Kollege. Weiter geht's zu Mick und Ricardo. Bin schön dran an Mick. Nice, weiter. Hat ein paar Runden gedauert, um hier aufzuschließen. So, aber jetzt sind wir vorbei. Sehr schön. Minimal hinten aufgefahren. Aber halb so wild. So, jetzt aber. Easy Snack. Nice. Weiter. Nice. Alter, was für ein Exit. Wunderbar. Super. Schönes Ding. Ja, ich bin ein bisschen schwabbelig beim Exit. Ferrari ist der Nächste. Sebastian Vettel. Let's go. Halbe Sekunde zu Sepp. Spätestens auf den nächsten Graden dürfte ich ihn haben. Sauber. Let's go. Randa. Schön. So, weiter. Perez und dann noch Leclerc auf der Liste. Dran an Sergio Perez. Let's go. Nächste Überholchance. Sauber. Next one.
Push, 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 push. Okay, das war ein Ultrasend. Immer noch side by side, er hat einen Switchback gemacht. So, tschüss. Next one, Norris. So, erneut sind wir an dieser Stelle. Kurve 4 ist es, glaube ich. Sauber. Weiter. Nächster ist Gasly. Okay, so nah wie ich hier dran bin, müsste ich eigentlich auch hier irgendwo vorbeikommen können, oder? Müsste man meinen, aber die KI kriegt hier diesen letzten Exit immer so gut hin und einem selbst fehlt ein bisschen Traktion. Aber man holt trotzdem die schnellste Runde. So dass ich hier ein bisschen, ja, erstmal rankommen muss und dann auf der nächsten Geraden kannst du jetzt wirklich vorbeiziehen. Und hier kannst du auch ganz gut Lift and Coast machen und dann schön Sprit sparen. Und ihr seht, 0,06 Runden Sprit habe ich hier gerade angespart. So, und weiter. Sauber. Nächster ist Albon. Neue schnellste Rennrunde. Wow, 4 Zehntel schneller. Ja, eine Sache, die jetzt auf jeden Fall sich abzeichnet, ist, dass die anderen Fahrer ebenfalls nur eine Einstop machen werden. Und dementsprechend werde ich auch draußen bleiben und versuchen einfach möglichst weit nach vorne zu kommen mit der Einstop. Ich habe eigentlich gehofft, dass alle eine Zweistopp machen und dass ich dadurch noch ein bisschen nach vorne komme und dann alle aufhalten kann, aber ja, da muss ich halt ein bisschen Zeit jetzt zu dem Mercedes noch extra gut machen. Mal schauen. Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin 1.26.4 gefahren. Ich bin jetzt, nachdem ich gerade schon 4 Zehntel schneller war als in meiner vorigen PB, nochmal 8 Zehntel schneller gefahren. Wie? Wie? Naja, ich hole es auf jeden Fall ganz gut auf zu Alex Albon. Und zu Esteban Ocon. Und dann sehen wir auch bald wieder Abstand zu Max Verstappen ist. Ich bin, also trotz dieses Cuts bin ich gerade 2 Zehntel langsamer als in der Runde eben. Keine Ahnung, es war wahrscheinlich irgendwie eine sehr, sehr optimale Runde. Ja, auf jeden Fall werde ich dann mal wissen, wie weit der Abstand zu Verstappen ist und anhand dessen auch etwa berechnen können oder abschätzen können, wie der Abstand zu dem Mercedes ist. So, eben bin ich eine 1.27.6 gefahren, ohne viel Verkehr von Albon. Jetzt wieder eine 1.27.6 mit Verkehr von Albon. Und jetzt ziehe ich vorbei an Albon. Hallo! Und tschüss! So, sehr gut. Nächste Station noch kommt und dann noch 12 Sekunden jetzt. Bis etwa Verstappen. Krass. Dran an Ocon. Da ist ein Racing Point raus. Sein Stroll ist raus und es gibt Safety Car. Okay. Nice. Gute Sache. So, jetzt kommen wir an die Box und der Abstand nach vorne ist genullt. Yay! So, vor mir gehen tatsächlich alle an die Box. Inklusive Ocon. Soll jetzt nicht nochmal zu schnell an der Box sein. Das hatte ich in einer anderen Karriere schon oft genug. Okay, ich wollte schon was sagen, warum kommt das Safety Car nicht rein, aber. Jetzt kam die Meldung und zwar sehr, sehr spät. Da haben die Würfel von Masi ergeben, dass es jetzt weitergehen soll. Let's go. Auf geht's. Okay, Hamilton greift direkt Verstappen an.
kein Überholmanöver hier. Sauber, let's go! Schön. Weiter. Der Bild fährt hier irgendwie ein bisschen komisch ruckartig gerade. Komm schon, Kollege. Greif Verstappen an und ich hole euch beide. Ich bin hinten. Schade, hat nicht geklappt, aber er hat weniger Windschatten. Könnte für die nächste Runde jetzt passen. Schöner Exit. Gut, viel Grip bekommen. Reicht noch nicht. Aber hier vielleicht. Ja, ich bin nah dran, aber es ist noch nicht genug. Push, push, Dave. So, let's go. Jetzt hat Hamilton, glaube ich, ein paar Reserven extra abgerufen. Hat geklappt, nice. Weiter. Ran an Max Verstappen und dann Valtteri Bottas, der aktuell auch die schnellste Runde hat. Gerade so. 1:26.0. Jetzt komme ich wieder ein bisschen näher. Und Verstappen verliert, glaube ich, ein bisschen Zeit zu Valtteri Bottas. Also... sieht gut aus, dass wir jetzt auch mal P1 holen können hier. So, let's go. Dran an Max Verstappen. Schön innen rein und vorbei. Absolute Bestzeit in Sektor 1, aber dafür habe ich beim Überholmanöver ein bisschen Zeit verloren. Trotzdem PB-Richtung geht's gerade. Bei Bottas dauert es gerade noch ewig, hier wirklich in seinen Windschatten reinzukommen und hier wirklich mal zur Attacke ansetzen zu können. Aber ich habe gerade erfahren, dass sie alle nochmal an die Box zu gehen scheinen. Finde ich ein bisschen komisch, aber glaube ich, bleibe einfach draußen. Verstappen und Hamilton an der Box. Das ist grob Halbzeit, nachdem wir an der Box waren in der Safety-Car-Phase. Ich verstehe nicht ganz, warum die alle an der Box waren, weil im Prinzip, klar, jetzt haben sie halt 2x20 Runden etwa als Stintlänge. Aber... okay, ich dachte schon, was bedeutet das rote Zeichen? Das ist nur für die Box. Aber eine Sache verstehe ich halt nicht ganz. Also warum machen die das? Weil theoretisch, zumindest eines der Autos, was weiter hinten war, hätte da einfach nicht an die Box gehen müssen und dann wäre man quasi nochmal weiter nach vorne gekommen, weil jeder macht einen Boxstop und man hätte zumindest Track Position gewonnen. Und ja, dann hätte man quasi früher an die Box gehen können. Lieber Williams, bitte lass mich vorbei. Danke. Man hätte Track Position gewonnen. Man hätte den früheren Stopp gehabt. Also wenn man in Runde 35, 36 reingeht. Man hätte 15 Runden auf frischeren Reifen jetzt fahren können. Hätte alle undercutten können und hätte super ins Ziel fahren können. Ich habe zwar jetzt Bottas nicht gekriegt, aber ich guck mal, ob ich die Reifen bis zum Ende durchbekomme. 43% nach etwa 20 Runden. Das ist auf jeden Fall relativ knapp. Und zum Ende hin werde ich wahrscheinlich etwa 80% haben, aber ich probiere es mal. Die Hinterreifen werden auf jeden Fall jetzt ein bisschen gestreichelt und wir gucken mal, wie wir hier durchkommen. Okay, also Bottas holt hier kaum auf. Wir sind bei 52% nach 56 gefahrenen Runden. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das noch im Rahmen ist oder nicht, aber ich muss auf jeden Fall aufpassen. Das ist zumindest das, was ich vermute, weil etwa 2% pro Runde kommen dazu. Jetzt haben wir noch 15 Runden. 82
100%. Also, wenn ich ein bisschen vorsichtiger bin, dann geht das klar. Aber mal schauen. Ich bin gerade wie auch immer eine persönliche Bestzeit gefahren. Ich probiere jetzt tatsächlich nochmal eine schnellste Rennrunde zu holen. Auf geht's. Anscheinend funktioniert es noch ganz gut mit so ein bisschen Pushen. Ich will die schnellste Runde haben. What? Was? Alter, ich bin immer 1,24,8 gefahren. Okay, jetzt soll ich aber auch die Reifen ein bisschen mehr aufpassen. Uff. Mit der Reifen bei 80%, letzte Runde. So, weiter. 9 Sekunden etwa zu Valtteri Bottas. Und Max Verstappen und Lewis Hamilton sind da nicht wirklich rangekommen. Also Bottas in diesem Rennen extrem gut gewesen. Und ja, ich muss ehrlich gestehen, für mich war das jetzt gerade ein bisschen öde, hier nochmal das zu Ende zu fahren. Aber ja, man kann halt nicht in jedem Rennen maximale Spannung haben. Hier ist nochmal ein Haas. Hallo Haas! Und ja, ansonsten durch die Zusammenschnitte habt ihr ja immer das spannendste Rennen, was man so hier zusammenstellen kann. Und jetzt gehen wir schön gleich über die Linie. 7,5 Sekunden. Jetzt ist Bottas nochmal richtig rangekommen. Ja, wie gesagt, am Ende haben die Reifen nochmal richtig abgebaut. Aber auch, weil ich vorher gepusht habe. Die schnellste Runde ist unser. That's it. Sehr gut. Hä? Ich war noch gar nicht safe Weltmeister? Ich dachte, in den USA wäre ich safe Weltmeister geworden. Deswegen bin ich hier so leichtfertig rangegangen. Die KI hat am Ende nochmal die schnellste Runde geholt in Form von Mick Schumacher. Weil natürlich hat er mitten im Verkehr nochmal eine richtig gute Runde rausgezaubert. Nee, das nervt teilweise, dass dieser Bug existiert, sowohl im Vorgänger als auch im Nachfolger, dass man da quasi am Ende nochmal bei der KI so mega krasse Zeiten hat. Also, rechnen wir mal 26 Punkte bei mir raus, bin ich bei 172 gewesen. Ja. Und Bottas hatte 111. Okay, also so gesehen, praktisch gesehen, bin ich eigentlich schon Weltmeister gewesen. Aber halt theoretisch rechnerisch noch nicht ganz. Aber jetzt sind wir Weltmeister. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich schon Weltmeister bin. Da habe ich es total falsch im Kopf gehabt. Naja, wie dem auch sei. KWM, da ist Mercedes 11 Punkte vorne. Ja, hätte Mick mir diesen Punkt nicht weggeschnappt, wären es nur noch 10 Punkte. Ja, wir müssen uns irgendwas fürs Finale einfallen lassen, dass wir da vor Mercedes sind. Wir sind wieder im Hauptquartier und ich muss gerade feststellen, irgendwie finde ich das Hauptquartier in diesem Spiel, zumindest wo das Auto steht und so, ein bisschen geiler. Irgendwie, vielleicht sieht das Auto auch einfach geiler aus, aber irgendwie finde ich das so schön ausgeleuchtet und sowas. Ja, ansonsten machen wir nochmal ein paar Bonus-Sachen hier. Ja, und tatsächlich muss ich eine Sache feststellen. Wir werden jetzt nächstes Mal dann das Finale, das Saisonfinale fahren. Aber bei der BMW-Karriere wird es auch nicht weitergehen. Im Prinzip haben wir unser Ziel erreicht. Klar, jetzt könnte man sagen, ey Dave, mach doch die Titelverteidigung. Aber ich werde erstmal auch bei F1 2020 wieder mal ein Päuschen einlegen. Und mal gucken, wann wir hier weitermachen. Und wenn ich dann wieder zu F1 2020 zurückkomme, dann werde ich vermutlich mit 50% Rennen wieder zurückkehren. Ich habe noch ein anderes Spiel, wo ich überlege, eventuell, wenn jetzt Zeit besteht, dann nochmal eine Saison zu fahren. Aber wenn ich dann zu F1 2020 zurückkomme, werde ich 50% Rennen fahren, weil 100% Rennen echt zeitlich ein hartes Investment sind, wo ich halt echt, ja, sagen muss, das ist echt schwierig, das irgendwie unter Dach und Fach zu bekommen. Und Ja. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Hinderungsgrund für mich war, warum es eben so lange gedauert hat, bis wir jetzt wieder zurück in die 2020er-Karriere gegangen sind. Ja,
Check your R&D screen to order any developments. Ja, Karl. Weil das Ding ist, so ein 50%-Rennen ist verhältnismäßig schnell gemacht. Ja, das dauert ungefähr eine Stunde. Und wenn du ein 100%-Rennen fährst, dann geht das schon fast 2 Stunden. Also meine Aufnahme läuft jetzt etwa 2 Stunden schon. Gut, war jetzt ein bisschen besonders, weil Regenrennen. Aber darüber hinaus, ja, muss man tatsächlich einfach sagen, wenn ich mal abends so ein Stream hab und dann nochmal ein Rennen fahren möchte, dann ist F1 2021 mit dem aktuellen Format, mit den 50%-Rennen, ein bisschen entspannter als F1 2020 halt eben mit den 100%-Rennen. Das Spiel ist zwar sehr viel gechillter, aber ja, 100% macht sich natürlich trotzdem bemerkbar. Ist tatsächlich zwar teilweise bei den Strategien sehr, sehr geil, aber wie gesagt, ist halt eben schwer in den Alltag zu integrieren. Und ansonsten habe ich ja bald eine kurze Zeit, wo ich ausfallen werde. Ich werde versuchen, bei F1 2021 ein bisschen was im Voraus aufzunehmen. Und vielleicht, wenn es zeitlich bis dahin passt, werde ich nochmal eine andere Saison versuchen, im Voraus aufzunehmen. Mit einem anderen Formel 1-Spiel. Und dann werden wir mal genauer hinschauen, was das dann werden wird. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Wenn ihr so ist, lasst gerne Daumen nach oben, gerne ein Abo raus, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.